Das Thema der Grünen, neue Regierung, alte Politik, Freundalwirtschaft statt Gerechtigkeit. Peter Bilz tritt zum Mikrofon. Werte Kolleginnen und Kollegen, es hätte mich ja sehr gewundert, wenn ich ohne freiheitliche Zwischenrufe den Weg bis zu diesem Mikrofon geschafft hätte. Ich muss mich nicht wundern, es geht eh schon wieder los. Nur zwei ganz kurze Bemerkungen. Erste Bemerkung, ein Wort von Seiten der Freiheitlichen Partei hat vollkommen gefehlt und auch von Seiten der Österreichischen Volkspartei, das ist das Wort Entschuldigung. Entschuldigung bei Alma Sadic. Entschuldigung bei Alma Sadic. Ich bitte die Diskussion so zu führen, dass man den Sprecher ausreden lässt. Aber ich möchte nicht nur der Fairness halber sagen, dass mir Alban Sadic mitgeteilt hat, dass sich der Abgeordnete Zanger bei ihr persönlich entschuldigt hat und das ist zumindest ein Signal in die richtige Richtung. Das Zweite ist, Herr Präsident, hier im Hause sollte es schon möglich sein, wenn Abgeordnete auf sehr persönliche Art und Weise angegriffen und in manchen Fällen auch diffamiert werden, dass sie nicht zwei Tage lang darüber nachdenken, ob es hier eines klaren Wortes von ihrer Seite bedarf, sondern in der Lage sind, den in der Geschäftsordnung vorgesehenen Schutz der Abgeordneten und auch der Würde des Hauses sofort wahrzunehmen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, das merke ich nur in aller Ruhe bei diesem Punkt an. So, ich komme jetzt zum Thema dieser Aktuellen Stunde und möchte Sie einfach in aller Ruhe mit ein paar Fakten konfrontieren. Es geht darum, nach einem halben Jahr mal eine erste Bilanz der Regierungsarbeit zu versuchen und ein erstes Mal zu versuchen, klarzustellen und auszuleuchten, wo steht diese Regierung, wo steht die Österreichische Volkspartei, wo steht die Freiheitliche Partei und welche Interessen vertreten sie? Das ist eine ganz einfache Frage, weil insbesondere im Fall der Freiheitlichen Partei ja viele Wählerinnen und Wähler aus Protest gegen ein bestehendes politisches System gesagt haben, jetzt wollen wir es den Großen zeigen, wir wollen, dass endlich die Interessen der Kleinen vertreten werden. Na, dann reden wir mal, wie das Ganze passiert. Und es ist sinnvoll, hier einen sachlichen Zugang zu wählen. Und ein sachlicher Zugang ist zum Beispiel eine Parteispende. Die Parteispende von Stefan Pierer, dem Eigentümer und Chef des großen österreichischen Industriebetriebs KTM. Das ist ein erfolgreicher Industriebetrieb, der meines Wissens nach ausgezeichnet geführt wird, wo Steuern bezahlt werden, wo etwa 4.000 Mitarbeiter beschäftigt werden. Der Herr Pierer hat der Österreichischen Volkspartei 436.563 Euro für den Wahlkampf gespendet. Wenn man sich die Geschäftsgebarung des Herrn Pierer anschaut und die geschäftlichen Interessen des Herrn Pierer anschaut, dann wird man feststellen, dass er erst lange Zeit in seinen Industriebetrieb investiert hat. In einem Industriebetrieb, der gut geht wie KTM, erwirtschaftet man in einem durchschnittlichen Jahr Renditen in der Größenordnung von einigen wenigen Prozent. Das ist für die Industrie in Zeiten wie diesen schon ganz beachtlich. Seit kurzer Zeit hat sich Herr Pierer insbesondere im Großraum Wels dem Immobiliengeschäft zugewendet. Er investiert in Immobilien. Und das schaut schon ein bisschen anders aus. Und dann hat Herr Pierer im letzten Jahr ein neues Geschäftsfeld entdeckt und dieses Geschäftsfeld heißt Österreichische Volkspartei. Und er hat ein erstes Mal massiv in die Österreichische Volkspartei investiert. Und jetzt besteht die Möglichkeit, einmal nachzurechnen, zahlt sich das aus? War das ein gutes Geschäft? Herr Pierer beschäftigt bei KTM 4.000 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in Österreich. Er zahlt als Unternehmer 1,3% von der Lohnsumme als Unfallversicherung. Wenn das jetzt gekürzt wird, wenn das jetzt heruntergesetzt wird, der Unternehmerbeitrag zur Unfallversicherung von 1,3 auf 0,8%, dann erspart sich der Herr Pierer mit seinen
4.000 Beschäftigten in Österreich pro Monat rund 45.000 Euro. Das heißt, er sitzt da, muss nur kurz nachrechnen und sagen, in 11 Monaten habe ich meine Parteispende nur durch die Ersparnisse bei der Unfallversicherung schon wieder herinnen. In 11 Monaten ist die Parteispende schon wieder herinnen. Aber dann kommen in diesen 5 Jahren noch 49 Monate. Noch 49 Monate, wo der Herr Bierer nur kassiert, wo er seine ÖVP-Dividende kassiert und nichts dafür leisten muss. In diesen 49 Monaten kassiert der Parteispender Bierer eine Dividende auf Kosten der Unfallversicherten von 2,2 Millionen Euro. Das ist der Punkt, um den es geht. Und wissen Sie, was das für eine Verzinsung ist? Nicht 3% wie bei Industrieinvestitionen, nicht 10% wie bei Immobilieninvestitionen, sondern eine Verzinsung von 618% über eine Legislaturperiode. So schaut es aus mit der Österreichischen Volkspartei. Und da geht es darum, was will diese Partei und was will diese Bundesregierung. Bundeskanzler Kurz ist als Parteivorsitzender mit dem Satz angetreten: Wir sind für die da, die etwas leisten. Heute ist eines klar: Die ÖVP ist für die da, die sich etwas leisten können. Das ist der große Unterschied. Die ÖVP ist heute, das klingt ja fast schablonenhaft, das ist ja, die ÖVP ist heute die Partei der großen Vermögen, der großen Investitionen, der großen Einkommen und der großen Konzerne. Und was ist mit dem Finanzminister, wenn er nach Brüssel fährt und versucht, die Besteuerung der internationalen Konzerne zu verhindern? Wir kämpfen hier in diesem Parlament drum, damit endlich Apple und Google und Amazon Steuern zahlen in Österreich. Wir könnten schon längst Gesetze haben, wo drinsteht, es gibt eine elektronische Betriebsstätte. Wir könnten schon längst Gesetze haben, wo wir sagen, wir besteuern im Inland, was im Ausland an österreichischen Steuerleistungen verschwindet. Wir könnten längst diese ganzen Gesetze haben. Aber da gibt es einen Finanzminister, der fährt nach Brüssel und sagt, auch wenn alle in der Europäischen Union die großen Konzerne besteuern wollen, Österreich nicht. Wir nicht. Wer sich etwas leisten kann, darf sich alles leisten. Das ist das Motto der Österreichischen Volkspartei, des Finanzministers und des Bundeskanzlers. Jetzt kann man sagen, das ist ja alles keine Überraschung. Das haben wir immer gewusst. Das ist auch keine Überraschung. Wir haben es wirklich immer gewusst. Von Schwarz auf Türkis hat sich hier im Grunde nichts geändert. Es ist etwas offener, etwas klarer und etwas geschwinder geworden. Aber das Entscheidende ist, was ist mit der Freiheitlichen Partei? Und das frage ich mich, das war mal die Partei der sogenannten kleinen Leute. Was ist denn eigentlich mit ihnen passiert? Beim Sozialbetrug, meine Damen und Herren von der Freiheitlichen Partei, haben Sie erklärt, Ihr heutiger Minister Hofer noch vor einem Jahr, den Sozialbetrügern muss es an den Kragen geben. Jetzt wird das Kumulationsprinzip abgeschafft, ist schon abgeschafft. Wenn Sie bei 1.000 Mitarbeitern Sozialbetrug organisieren, zahlen Sie eine Bagatellstrafe von 844 Euro. Einladung der Freiheitlichen Partei auf Kosten der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Sozialbetrug zu organisieren. Was ist mit den Lehrlingen? Die Lehrlingsentschädigungen, die Berufsausbildungsentschädigungen bei überbetrieblicher Ausbildung werden um mehr als die Hälfte gekürzt. Die Freiheitliche Partei gegen die Lehrlinge. Und was ist mit den sonstigen großen Versprechen? Kein Zugriff auf Abgaben, kein Zugriff auf bei Jobsuche, auf die Jobsuchenden. Was ist passiert? Die werden bestraft, wenn sie arbeitslos sind, Jobs suchen von der Freiheitlichen Partei, von der ÖVP. Und was ist mit den sonstigen Versprechen? 12-Stunden-Tag. 12-Stunden-Tag hat es noch geheißen von HC Strache, asozial, leistungsfeindlich. Und heute? Freiheitliche Partei für 12-Stunden-Tag mit dem Ziel, dass es anstelle von Familien, die sich mit ihren Kindern regelmäßig untertags noch treffen können, jetzt dann Tagesrandfamilien gibt.
die Familienpartei FPÖ, die Partei der 12-Stunden-Arbeitstag-Tagesrandfamilien. Und reden wir doch über Volksabstimmungen. Reden wir über CETA. Reden wir über gebrochene Wahlversprechen. Wenn es etwas gibt, wo sich die Österreicherinnen und Österreicher darauf verlassen können, dann ist das ein Versprechen der Freiheitlichen Partei, ist die Garantie, dass dieses Versprechen gebrochen wird. Und das ist das Entscheidende. Die österreichische Volkspartei hat... Schlusssatz bitte. Gerne. Die österreichische Volkspartei hat ihre Versprechen nicht gebrochen, sondern gehalten, weil sie denen das jetzt zurückzahlt, die gespendet haben. Die einzigen, die jedes einzelne ihrer Versprechen gebrochen haben, das sind die Damen und Herren für die Freiheitlichen Partei. Danke für die Zwischenrufe und danke für die Aufmerksamkeit. Die ÖVP ist heute die Partei der großen Vermögen, der großen Einkommen, der großen Konzerne. Und die FPÖ war einmal die Partei der kleinen Leute. Jetzt hat sie ihre Versprechen reihenweise gebrochen, sagte Peter Pilz.